ist wieder so eine Synergiegemeinschaft, die sich da bildet. Ne? Richtig. Also, ja, ja, fantastisch. Sag mal, du hast ja noch ein weiteres Buch, gerade in den letzten 2 Jahren hast du, glaube ich, noch 2, 3 Bücher geschrieben. Und das eine, da ging es ja um dieses Thema ja, Lieblosigkeit. Und daraus ist ja dann auch eine Initiative entstanden. Das ist jetzt die andere Initiative, die ich meine, Liebevoll Jetzt. Was ist da das Anliegen dieser Initiative? Ja, das geht ja noch einen Schritt weiter. In Wirklichkeit geht das noch weiter zurück, weil das Buch, was ich mal geschrieben habe, hieß Was wir sind und was wir sein könnten. Ah ja, genau. Schon lange her. Ja. Und in dem Buch habe ich das aber doch ziemlich deutlich ausgeführt, dass wir niemals uns entfalten können, solange wir eine Art des Umgangs miteinander pflegen, wo einer den anderen zum Objekt macht. Ja. Also wo Eltern oder Vorgesetzte oder Lehrer oder wer auch immer, auch Verkäufer, ihre Kunden, Entschuldigung, zum Objekt ihrer Erwartungen, ihrer Ziele, ihrer Absichten, ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen und dann auch noch ihrer Maßnahmen machen. Das ist zwar gang und gäbe in unserer Gesellschaft, hat was mit dieser hierarchischen Ordnungsstruktur zu tun, aus der wir kommen, da war das ja sozusagen Grundprinzip. Aber es kann kein Mensch sein, die in ihm wohnenden und angelegten Potenziale entfalten, wenn der zum Objekt gemacht wird. Ja. So, und behandelt wird wie ein Kühlschrank oder ein Auto. Also Menschen wollen gesehen werden, Menschen wollen Gelegenheit haben zu erleben, dass sie in eine Gemeinschaft gerne aufgenommen werden, dass sie gerne dazugehören dürfen und dass sie dort auch Aufgaben finden, wo sie sich einbringen können, wo sie bedeutsam sind, wo das von den anderen gewertschätzt wird. Sonst strengt sich keine Sau an. Sonst versucht man das ganze Leben nur auszuhalten. Ja. Und dann wird das ein Hamsterrad und dann hängen sie alle drin in diesem Hamsterrad und sind todunglücklich. Aber daran verdienen ja dann auch sehr viele. Also war damals die Idee in diesem Buch, und das habe ich schön ausgeführt, Menschen zu helfen, das zu verstehen, man darf den anderen nicht zum Objekt machen. Und wenn man damit aufhört, wäre schon alles gut. Weil sobald man aufhört, den anderen in solche Objektrollen zu verwickeln und er sich da wieder herausentwickeln kann, dann beginnt wieder Entfaltung. Entfaltung ist der natürliche Lebensprozess. Alles entfaltet sich da draußen. Mhm. Brauchen wir jetzt nur wieder zu gucken, was im Frühling da los ist. Und wenn Menschen nicht verklemmt, blockiert oder irgendwie mit sonderbaren Lösungen umherrennen, die Entfaltung verhindern, entfaltet es sich. So sind wir auch mal auf die Welt gekommen, bis wir dann entsprechende unangenehme Erfahrungen machen mussten. Und dann hat es uns blockiert. Und dann habe ich das so beschrieben und dann habe ich gemerkt, die Menschen verstehen das nicht, wenn ich von Objekt Rede und Subjekt, dann fragen, also um es lächerlich zu machen, dann sagen die, und das Prädikat, da glauben die, ich rede von Grammatik. Also das hat mir dann auch ein bisschen richtig das Herz zerrissen, weil ich gebe mir so eine Mühe und das wird gar nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das anders anfassen. Dann definiere ich doch mal das, was das Subjekt ist. Was macht mich als Subjekt aus, damit ich es auch spüre? Und dafür haben wir im Deutschen einen wunderbaren Begriff, der heißt Würde. Wenn ich jemand wäre, der sich seiner eigenen Würde bewusst ist, würde ich nicht zulassen, dass mich jemand wie ein Objekt behandelt. Und ich würde auch andere Menschen nicht wie Objekte behandeln. So, da habe ich es über diesen Weg versucht. Da ist auch ein Buch entstanden, Würde. Und es ist dann auch schon auch wieder so eine kleine Bewegung entstanden, die übrigens relativ groß ist. Ich glaube, die haben schon über 300 solche Gruppen. Die heißen Würde-Kompass-Gruppen. In vielen Städten gibt es diese Würde-Kompass-Gruppen. Die treffen sich, helfen einander sozusagen, ihre eigene Würde zu stärken und auch dann vielleicht in den Ortschaften ein bisschen dazu beizutragen, dass an manchen Einrichtungen die Würde der Menschen da nicht so sehr verletzt wird, wie das doch leider immer noch häufig der Fall ist. Und dann habe ich aber gemerkt, dass viele Leute mit dem Begriff Würde auch nicht so viel anfangen können, weil die denken, das ist sowas wie Ethik und Moral. Also sowas Allgemeines, oben drüber hängendes. Abstrakt, Und Würde ist aber in Wirklichkeit nichts, das ist kein gesellschaftliches Agreement, wie Würde und Moral und Werte und sowas.
also wie Moral und Ethik, sondern Würde ist wirklich etwas, was ich nur mir selbst verleihen kann, indem ich da aufpasse, dass die nicht verletzt wird. Und da habe ich gemerkt, die verstehen es wieder nicht. Die packen das in diesen Topf, wo alle Wertvorstellungen drin sitzen und da ist auch die Würde mit dabei. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt musst du dann zum letzten Mittel greifen. Also ich mache das jetzt ein bisschen lächerlich. Das ist ein Suchprozess und ich beschreibe den auch gerne mal, damit die Unternehmer, für die du das sowas machst, sehen, wie auch so ein Wissenschaftler sich so durchfühlt, damit der am Ende irgendwie irgendwo ankommt, wo es dann vielleicht funktioniert. Das funktioniert nicht immer alles gleich. Nee. Und da kann man 100-mal richtig liegen. Das geht dann trotzdem am Markt nicht. Ja. Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt noch eine Möglichkeit, wie man sich selbst wiederfindet als Subjekt. Und das ist, indem man liebevoll mit sich selbst umgeht. Kann man ja einfach mal versuchen. Ja. Und das funktioniert prima. Das geht jetzt. Ah, ja. Jetzt wissen die Leute, was gemeint ist. Mhm. Also diese Aufforderung, du könntest doch auch mal etwas tun, was dir selber gut tut, damit du dich in deiner Haut wieder wohlfühlst, führt dazu, dass die sich fragen, was täte mir denn gut? Und dann merken sie, es täte mir gut, wenn ich mich körperlich ein bisschen bewegte. Es täte mir gut, wenn ich wieder meine Bedürfnisse nicht länger unterdrücken müsste, nämlich das Bedürfnis, mit anderen Menschen zusammen zu sein, was zu gestalten, vielleicht auch mal tagelang im Wald umherzulaufen. Also was immer es ist, in dem Augenblick, wo man wieder das tut, was einem gut tut, ist man kein Bedürftiger mehr. Ja. So, und die Bedürftigen, die vielen Bedürftigen, die zeichnen sich alle dadurch aus, dass die andere Leute brauchen, um ihre Bedürftigkeit zu kompensieren. Ja. Dazu gehören auch die Egoisten, ein Egoist ohne andere ist vollkommen aufgeschmissen. Ein Egoist ganz allein im Wald ist verloren, aber jemand, der liebevoll zu sich selbst zu sein versucht, der braucht keinen anderen dazu. Das geht am besten im Wald. Ja. Das geht nebenbei gesagt sogar im Gefängnis, im Knast. Selbst als Häftling kannst du dann dich immer noch fragen, will ich jetzt mit dem Kopf gegen die Wand den ganzen Tag oder setze ich mich auf die Pritsche und guck mal, was unter diesen etwas eingeschränkten Bedingungen halt noch so geht. Ja, also von der Ohnmacht sozusagen wieder in die Eigenmacht kommen. Ne? Ja, und das macht Menschen sehr stark, weil die sich wieder, die stillen dann ihre beiden Grundbedürfnisse, das nach Verbundenheit, indem sie sich wieder mit sich selbst verbinden, das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Autonomie, indem sie jetzt bestimmen, was sie heute Abend machen wollen. Und dadurch kommen die in ihre eigene Kraft. Das ist so, als ob die plötzlich so eine Art Energieschub kriegen, weil vorher ist sehr viel Energie verplempert worden mit allem Möglichen. Und dann können die, anstatt ständig etwas von anderen haben zu wollen, anderen etwas schenken. Mhm. Ja. Und das ist für mich, das ist ein unglaublich interessanter Begriff. Also ein Unternehmer oder ein Vorgesetzter, der von seinen Mitarbeitern etwas haben will, ist ein Bedürftiger. Ja. Er müsste einer sein, der selbst so viel hat, dass er was verschenken kann. Ja. Und dann könnte es sein, dass die selbst auch in die Lage kommen, dass sie Schenkende werden und nicht immer nur als Bedürftige rumrennen. Ja. Also das ist wo man einen Hebel rumlegt. Das ist natürlich, es hängt sehr davon ab, ob so eine Führungskraft diese Fähigkeit besitzt. Das, was ich aber beobachtet habe, ist, dass wenn man mal welche findet, die wirklich eine Abteilung leiten oder vielleicht ein ganzes Unternehmen, auch manchmal in Start-ups, da eigentlich der Chef sind und man wundert sich, wie toll die Mitarbeiter zu dem halten und wie sich alle anstrengen und wie sie alle sich einbringen und sich gegenseitig unterstützen. Und dann guckt man sich diesen Chef da an, dann stellt man meist fest, dass der sehr liebevoll mit den Mitarbeitern umgeht. Mhm. Also umsichtig, vorsichtig, ja. Der bevormundet, der macht sie nicht zum Objekt. Und wenn man dann noch ein bisschen guckt, warum der das kann, stellt man fest, ja, das kann der deshalb, weil der liebevoll mit sich selber umgeht. Ich habe noch niemanden getroffen, der liebevoll zu anderen ist, wenn er nicht zunächst erstmal für sich selbst gesorgt hat und liebevoll zu sich selbst sein kann. Es gibt unendlich viele Leute, die die Welt retten wollen und die aber noch nicht mal auf ihre eigenen Körpersignale hören.
Den, die ganze sich dessen nicht bewusst die ganze sind, Erotik, alles ist denen abhand gekommen. Mhm. Aber sie sind jetzt unterwegs, aber eben nicht bei sich, sondern draußen. Ja, ja, ja. Also das ist ja auch die Feststellung, seit also über 20 Jahren haben wir ja bei Gallup, ne, bei dieser Engagement-Studie, haben wir sozusagen fast konstant dasselbe Ergebnis. Nicht? Also 15% ja. sind in ihrem Potenzial und 85%, ja, da geht noch was. Und insofern... Da ginge eigentlich unendlich viel, ja. Das ist ja, ja. Ein Unding, dass wir so auf mit einer so minimalen Kraft laufen. Und ja. das ist ein Wunder, dass es überhaupt noch läuft. Ja. Aber vor allem, was auch kein Wunder ist, dass sich nichts ändert. Ne? Warum ändert ja. sich nichts? Ne? Was ist da die Hauptursache? Ist es aber wirklich so, wir dass das die Menschen einfach nicht liebevoll mit sich umgehen selber? Ja, in der Wirtschaft würde ich das auch nicht so nennen. Also das ist ja nun ein Begriff mit liebevoll, muss man ja nicht so nennen. Also kann man ja erstmal sagen, respektvoll oder irgend so ein anderes Wort. Ja. Aber, okay. aber jedenfalls hm. eins, wo der andere merkt, man meint ihn. Und wo der andere merkt, man unterstützt ihn. Man erkennt es meistens daran, dass das jemand ist, der da liebevoll mit sich selbst umgeht, der kann andere Menschen einladen, ermutigen ja. und inspirieren. Währenddessen einer, der das nicht kann, liebevoll mit sich umgehen, der muss immer andere herumkommandieren, ihnen, der muss immer Recht haben und der muss die belehren und bewerten. Und das ist natürlich ungünstig. Hm. Nun, habe ich von dir immer dieses schöne Bild, du nimmst immer diese Metapher mit der Datenautobahn im Hirn. Und nun haben wir uns halt bestimmte Dinge angewöhnt, ne? Zum Beispiel in der Hierarchie, unsere Schäfchen zu führen wie ein Schäfer. Und nun kommt dieses Thema Komplexität und Unbestimmtheit immer mehr auf uns zu. Und nun sind diese Schäfer ja nicht mehr in der Lage, sozusagen dann als Menschen des Wandels den Wandel zu gestalten. Und ich bezeichne dann immer diesen Übergang, bezeichne ich als Bienenhirte. Also Bienen sind selbst organisierte Völker. Und wenn ich jetzt mit meiner Kompetenz, die ich beim Schäfer sozusagen gelernt habe, beim Schäfern, mit meinem Schäferhund, wenn ich die jetzt versuche zu übertragen auf mein Bienenvolk, dann wird das schwierig. Und ja, jetzt ist genau die Frage mit dieser Datenautobahn als Schäfer, die ich im Kopf habe, wie schaffe ich es mit, du hast vorhin schon gesagt, kleinen Trampelfaden, ne, das waren diese kleinen Initiativen, aber wie schaffe ich es gemeinsam mit meinen Kollegen, ja, ich sag mal, ein gelingendes Umfeld, eine gelingende Beziehungskultur tatsächlich zu schaffen? Wie kann ich da anfangen? Also ich muss bei mir selber anfangen, ist, glaube ich, die erste Erkenntnis, oder? Ja, und aber immer im Auge behalten, dass du immer Teil eines sozialen Systems bist. Dich gibt es als Einzelwesen gar nicht. Ja. So, und wenn wir dann aber unsere Vorstellung dahingehend herausgebildet haben, dass wir meinen, Menschen seien wie Schafe und es bräuchte einen Führer, einen Schäfer, dann ist man im falschen Film gelandet, weil Menschen sind keine Herdentiere. Ja. Man kann sie zu Herdentieren machen. Also, das ist aber ein ganz neuer Podcast, den müssen wir woanders mal machen. Ja. Man kann sie zu Herdentieren machen, aber sie sind keine Herdentiere. Sie sind auch keine Tiere, die sich in sozialen Verbänden so organisieren wie die Bienen oder die Ameisen. Also staatenbildende Insekten sind wir auch nicht. Und Nacktmulle sind zwar Säugetiere und machen auch Staaten, aber die sind wir auch nicht. So, und wir sind auch keine Schmetterlingsschwärme oder Fischschwärme. Das, also diese ganzen Bilder, die wir da so haben für eine Gemeinschaft, die sind für den Menschen völlig unzutreffend. Das wirkliche Herausstellungsmerkmal, und das haben die Primaten erfunden, und dazu braucht man wohl auch einigermaßen Gehirn, was unser Herausstellungsmerkmal als Primaten ist, heißt individualisierte Gemeinschaft. Das heißt, wir bilden Gemeinschaften, in denen es auf jedes einzelne Mitglied ankommt. Es gibt so wunderbare Experimente, wo man Affen immer mit dreckigen Kartoffeln gefüttert hat, bis eine ältere Affendame auf die Idee gekommen ist, und diese Kartoffeln im Wasser zu waschen. Und nach 14 Tagen hat die ganze Truppe und von da an über alle Generationen hinweg nie wieder dreckige Kartoffeln gefressen.
Das ist, einer erfindet was und alle, und im Nu breitet sich das aus. Das ist Kultur. Und das ist das, was uns Menschen ausmacht. Und dem verdanken wir alles, was wir, was wir sind. Und so sind wir in diesen individualisierten Gemeinschaften 90.000 Jahre, wenn wir sagen, ungefähr 100.000 Jahre gibt es unsere Spezies, 90.000 Jahre sind wir da drin gewesen, war extrem erfolgreich, bis wir dann so erfolgreich waren, dass wir immer mehr geworden sind und uns dann niedergelassen haben. Mhm. Also sesshaft geworden sind, und damit gab es dann, da war plötzlich nicht mehr alles gleichermaßen bedeutsam. Da war der Ackerbauer wichtig für die Ernährung aller und der Ziegenzüchter auch. Und denen ist dann sozusagen die Führungsrolle regelrecht zugefallen. Ja. Ich glaube, die haben sich das gar nicht aneignen müssen, sondern das, der Fährtenleser und der Fellabzieher und der Fallensteller, die waren dann auf einmal nicht mehr gefragt. Und die Kräuterfrau. Ja. Die nice to have, würde man heute sagen. Aber zentral für das Überleben der Gemeinschaft war der Ackerbauer und der Viehzüchter. Mhm. Und seit der Zeit haben wir hierarchische Ordnungen. Die haben ja auch ganz gut funktioniert. Die führen dazu, dass dann immer so, die sind ja in vielfältigen Formen dann überall aus der, auf der Welt entstanden und haben immer alle das gleiche, die gleiche Folge, nämlich, dass sich Menschen anstrengen, die weiter unten sind, dass sie hoch wollen. Wie kommt man am besten hoch, indem man was entdeckt, was andere gebrauchen können, aber es anbietet, was also indem man was Neues in die Gemeinschaft reinträgt, aber jetzt eben unter dem Druck des Wettbewerbs. Ich muss besser sein als meine Konkurrenten, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss die bessere Idee haben. Und wenn man das 10.000 Jahre lang macht, als so mehr oder weniger überall auf der Welt, dann entsteht eine Welt, die ist am Ende durch die vielen Erfindungen, die Menschen gemacht haben, so komplex. Das ist die schöne neue VUCA-Welt. Ja. Globalisiert, digitalisiert und alles ist von allem abhängig. Und eines geht in dieser Welt nun nicht mehr. Mhm. Und die Unternehmen sind die ersten, die das gemerkt haben. Hierarchie geht da nicht mehr. Mhm. Weil das ist so veränderbar, diese Welt, und so agil und volatil, dass man eigentlich mit so einer alten Struktur von oben nach unten nicht weiterkommt. Jetzt gibt es Unruhe in der Gesellschaft, auch in Unternehmen, weil wenn sie die Hierarchie jetzt, wenn die nicht mehr funktioniert oder sie abgebaut wird, ist ja gar nichts anderes da, was dieser Gemeinschaft eine gewisse Ordnung verleiht. Ja. Und dann gibt es in der Gesellschaft diesen Ruf nach einer neuen Führungskraft. Also das ist, die rufen dann nach Herrn Trump oder nach irgendwelchen anderen autoritären Leuten, die behaupten, sie wüssten, wie es geht und könnten alles. Das funktioniert ja aber auch nicht dauerhaft. Und deshalb heißt die richtige Antwort auf dieses Problem, vor dem wir da stehen und was wir bis heute noch nicht richtig zu lösen gelernt haben, wenn du die Führung abschaffen musst, weil die nicht mehr funktioniert, dann braucht die Gesellschaft, dann brauchen die Menschen, die bisher geführt worden sind von einer Person, etwas anderes, was sie führt. Ja. So, und das ist dieses, was ich immer innere Einstellung nenne. Das ist das, was ich gemeinsames Anliegen einer Gemeinschaft nenne. Wenn eine Gemeinschaft ein gemeinsames Anliegen hätte, wäre dieses gemeinsame Anliegen gewissermaßen dieser Magnet, an dem sie alle ihre jeweiligen Beiträge ausrichten. Und das würde dann auch dazu führen, dass jeder seine individuellen und Partikularinteressen hinten anstellt, weil das gemeinsame Anliegen zu erreichen ist wichtiger, als jetzt schon wieder Recht zu haben. Ja. So, und in diesem Übergang, da sind wir gesamtgesellschaftlich und global und haben das aber noch nicht hingekriegt, weil das natürlich sehr schwer ist, wenn du Menschen plötzlich die Möglichkeit gibst, dass sie selbst über ihr Leben bestimmen und wie sie arbeiten wollen, wie sie lernen wollen. Und das aber Menschen sind, die nie gelernt haben, selbstständig über Leben zu bestimmen und die aus einem Schulsystem kommen, wo sie schon nie irgendwie die Möglichkeit hatten zu bestimmen, was da passiert. Ja, mit solchen Menschen kannst du diese individualisierten Gemeinschaften nicht aufbauen. Die rufen nach, die stehen ratlos rum und sagen, nun führe mich doch. Mit Unternehmer, die sagen, jetzt kannst du doch mal. Und dann sagt der Mitarbeiter, ja, aber wenn du mir nicht sagst, was ich machen soll, ich weiß es nicht. Ich brauche das. So. Ja. Das heißt, es sind Abhängige geworden, das sind hilflose, hilflos umherirrende wie Hühner auf dem Hühnerhof und rufen jetzt nach einem, der sie da führt. Ja. Und das ist natürlich total bekloppt.
Und ist das denn jetzt genau sozusagen die Ursache, ich sag mal nochmal, dieser Datenautobahn, weil ich das die ganzen Jahre so erfahren habe und ich mich dann so verhalten habe, wie sich die Menschen dann eben immer noch verhalten, obwohl es einfach nicht mehr von der Strategie her passt?